Hallo, das Berlin-Fernsehen begrüßt Sie heute vor dem Friedrichstadtpalast in Berlin. In den kommenden Wochen steht Berlin im Zeichen des Regenbogens. Lesben und Schwule wollen zu ihrer Pride Weeks auf die Straße gehen, um Lebensfreude und Selbstbewusstsein zu zeigen. Auch der Friedrichstadtpalast will Flagge zeigen und wird heute seine Regenbogenfahne hissen. Heute ist ja die, wie Sie sagten, die Pride Week geöffnet worden. Wir wollen auch am Palast ein Zeichen setzen. Der regierende Bürgermeister hat es ja im Rathaus gemacht. Und wir wollen hier ein Zeichen setzen. Auch der Friedrichstadtpalast beteiligt sich an der Situation. Und deswegen haben wir heute die Regenbogenfahne gehisst als Zeichen. Die hängt jetzt auch 2 Wochen hier. Wir beteiligen uns an der Vielfalt für Berlin. Und wie sieht diese Beteiligung konkret aus? Wir sind ja schon seit 2009 eigentlich in Toleranzbündnis, auch im Bündnis gegen Homophobie. Wir haben homosexuelle Künstler, wir haben homosexuelle Gäste. Und es ist mir einfach ein großes Anliegen, dass diese Menschen völlig normal, nicht bevorzugt, aber auch nicht benachteiligt, völlig normal ein Teil dieser Gesellschaft sind. Und dafür wollen wir ein Zeichen setzen, indem wir einfach diese Regenbogenfamilie zeigt, wir bekennen uns zu Vielfalt. Und gibt es in diesen nächsten 2 Wochen auch noch ganz spezielle Veranstaltungen zu dem Thema oder Ereignisse, wo Sie sich engagieren oder dabei sind? Also in Berlin gibt es ja sehr viele Veranstaltungen. Wir hatten in den letzten Jahren immer mal eine CSD-Gala. Dieses Jahr ist, wer möchte, auf unserer Bühne in der Show, die läuft, The Wild, gibt es auch ein paar homoerotische Momente. Da ist auch eine Drag Queen, die zum Beispiel läuft, die auf irgendwie 50 cm hohen High Heels, also jeden Tag froh, wenn die sich nicht die Haxen bricht. Und es ist wirklich, also wir haben unsere Reminiszenzen an diese Kultur in unserer Show. Also jeden Tag ein Statement, das ganze Jahr. Jetzt sind Sie ja schon seit einigen Jahren auch dabei. Wie lange sind Sie schon, also jetzt bei der Pride Week engagiert? Ich bin im Friedrichstadtpalast seit 2007 engagieren in dem Bereich der Szene. Das tun wir uns seit 2009. Und würden Sie sagen, dass sich jetzt in den paar Jahren seit 2009 auch schon was verändert oder bewegt hat? Ja, also es ist ein langsamer Prozess, aber er kommt voran. Man sagt ja immer, Berlin ist eine sehr tolerante und freie Stadt. Das stimmt auch im Großen und Ganzen, aber es ist nicht so, dass man noch als die Drag Queens, die wir im Hintergrund haben, es ist nicht so, dass die jetzt durch jedes Stadtviertel und jede Straße laufen könnten. Also es ist noch viel zu tun. Es gibt noch viel Unverständnis, noch viel Zurückhaltung. Und ich glaube, das ist einfach ein Informationsprozess, das dauert, aber es ist auf jeden Fall, es wird von Jahr zu Jahr besser und nicht schlimmer. Die Richtung stimmt zumindest. Das sind doch wunderschöne Abschlussworte. Da möchte ich mich recht herzlich für das Interview bedanken. Wünsche Ihnen schöne 2 Wochen. Herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder. Schön, dass Sie hier sind. Und auch euch in Berlin in den nächsten 2 Wochen ganz viel Spaß bei den vielen Veranstaltungen, die uns erwarten.